Hallo liebe Lesefreunde, ich habe mal wieder einen Lesetipp für euch und zwar und dieses Mal ein weiterer Band aus der Percy Jackson-Reihe, der eben nach den 5 Bänden als so eine Art Sequel erschienen ist. Und der heißt Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Cain. Und das Besondere an dem Band ist, dass die ägyptische Mythologie mit der griechischen Mythologie vermischt wird und das im Rahmen der Serialität von Percy Jackson und den Cain-Chroniken, die ja beide von Rick Riordan sind, sozusagen hier beide Reihen miteinander vermischt werden. Denn hier trifft Percy Jackson auf Carter und Sadie Cain. Und im Amerikanischen sind da 3 Einzelbände erschienen. Hier ist es so, dass alle 3 gebündelt sind. Also einerseits die Episode Der Sohn des Sobek. Da geht es darum, dass eben Percy Carter Cain kennenlernt, sich beide nach anfänglichen Differenzen zusammenschließen und gegen ein Riesenkrokodil kämpfen. Also in Ägypten ist eben Sobek der Gott oder ein Gott des Wassers und den müssen sie eben besiegen. Er hat nämlich eine magische Halskette, die sie ihm abnehmen müssen. In der zweiten Geschichte ist es so, dass die heißt Der Zauberstab des Serapis und hier geht es darum, dass eben Annabeth auf Sadie trifft und sie müssen gegen den ägyptischen Gott Serapis antreten, der einen dreiköpfigen Zauberstab hat und mit diesem die Welt erobern möchten. In der letzten Geschichte, die Krone des Ptolemäus, treffen nun alle 4 Teenager aufeinander, also Percy, Carter, Annabeth und auch Sadie. Genau, und hier ist es eben so, dass der Zauberer Setne, der möchte die Weltherrschaft an sich reißen. Es ist dann immer sozusagen von der Intention her 3 ähnliche Episoden. Und deswegen versucht er eben auch mit Hilfe des sozusagen unter, ja, er will eben sozusagen die Krone des Ptolemäus an sich reißen, also die Krone, die eben ein Teil steht für Oberägypten und ein Teil steht für Unterägypten und dieser böse Zauberer Setne an sich reißen, um eine Schreckensherrschaft zu etablieren. Und das ist jetzt ganz spannend, denn man sieht es hier auch schon auf dem Cover, Percy kann jetzt hier die ägyptische Gottheit Nechbet zu Hilfe rufen. Das ist dieser Geier und dieser Geier ist sozusagen eine Gottheit von Oberägypten, auch eine Schutzgottheit des Pharaos. Und diese Gottheit kann er jetzt als Avatar funktionalisieren. Das heißt, er kann diese Gottheit wie eine Computerfigur steuern und mit Hilfe dieser zusätzlichen Kraft kann er dann den Magier Setne ganz gut bekämpfen, wie man hier auch sieht, dass er hier in den Krallen ist, dieser ägyptischen Gottheit. Ja. Außerdem kommen noch weitere ägyptische Götter vor, wie zum Beispiel Wadschet, die ägyptische Kobra-Gottheit, die für Unterägypten zuständig war. Also das Buch läuft zwar nach demselben Schema ab wie alle Percy Jackson Teile. Das Schöne ist aber, dass es für religiöse Toleranz wirbt, weil es eben sagt, dass alle Weltreligionen letztlich sehr ähnlich sind und dass alle Weltreligionen miteinander in Frieden leben können. Und erst als Percy und Annabeth ihre Differenzen zu Sadie und Carter überwinden können und sich sozusagen die griechische Kultur mit der ägyptischen vereint, haben sie so viel Kraft, um das Böse zu besiegen.
Und das ist das, ja, das Interessante an der Geschichte. Sie ist auch recht, ja, spannungsgeladen und auch actiongeladen geschrieben. Und weil ja die ägyptische Mythologie immer populärer wird, dachte ich mir, dass ich euch ein paar ägyptische Antiquitäten zeige, um euch ein bisschen in die griechische, in die ägyptische Kultur einzuführen. Also, die ägyptische Kultur ist eigentlich sehr auf das Jenseits angelegt. Das kennt man ja von den riesigen Pyramiden. Und das heißt, wenn eben ein Pharao zum Beispiel verstorben ist, dann wurden dem relativ viele Grabbeigaben beigelegt, weil man eben dachte, dass er im Jenseits weiterlebte, und das war dann sehr aufwendig gestaltet. Also einerseits hätten wir zum Beispiel die Haustiere, die einem Pharao mit ins Grab gelegt wurden. Das wären jetzt hier zum Beispiel zwei ägyptische Falkenmumien. Also das heißt, die Falken wurden dann balsamiert und in diesen Behältern sozusagen aufbewahrt. Und auch interessant in diesem Kontext ist, dass der Pharao, damit er im Jenseits sozusagen auch sein luxuriöses Leben führen konnte, hatte er Arbeiter, die nennen sich Ushebtis, die auch so ein ägyptisches Kopftuch hatte. Das sind zum Beispiel diese beiden. Die gibt es in allen Größen und auch Farben. Und diese sind jetzt, der eine ist aus, eben aus Stein, und der andere macht eher so den Eindruck, als wäre er aus einer Art Ziegelstein. Darüber hinaus war es ja auch wichtig, dass der Pharao erstmal an sein Ziel gelangt. Und in der Vorstellung der Ägypter wurde er mit einem Schiff ans Jenseits transportiert. Und deswegen brauchte er Ruderer, also ganz viele von diesen, die auf dem Schiff gerudert haben und ihn dann ins Jenseits gebracht haben. Interessant ist auch, dass eben sozusagen, ihr kennt ja die Mumien aus dem Museum, und da wurde aber nicht alles einbalsamiert, sondern die Eingeweide wurden extra in Kanopen aufbewahrt, also in Gefäße für die Innereien. Und hier hatten wir einen Kanopendeckel mit einer sehr wichtigen Gottheit für die Unterwelt, nämlich mit Anubis. Also Anubis, der Herr des Totenreiches, der hat einen Schakalkopf, wie man hier sieht, und einen menschlichen Unterkörper. Das Interessante an der ägyptischen Mythologie ist, dass eben häufig Mensch-Tier-Hybride waren. Und in der Vorstellung der Ägypter, das zeige ich euch jetzt anhand einer Münze, hat offensichtlich, und das ist auch so ein bisschen ähnlich wie in der christlichen Religion, hat dieser Anubis offenbar die Seele der Toten abgewogen, und wenn das Gute überwogen hat, dann wurde er in ein himmelartiges Jenseits offensichtlich aufgenommen, und wenn nicht, dann in ein eher negatives Jenseits. Die Ägypter hatten noch viele andere Gottheiten. Hier ist noch zum Beispiel eine Statue des Sonnengottes Osiris oder auch eine Figur der Göttin Mut, also hier auch gut erkennbar an dieser Doppelkrone, und die galt eben auch als Mutter aller Pharaonen. Aber ich hoffe, ich konnte euch zum Lesen
anregen und auch etwas in die Grundzüge der ägyptischen Mythologie einführen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Freude beim Lesen der Percy Jackson-Reihe. Tschüss!